Einen wunderschönen guten Tag. Heute geht es um die Amazfit GTS und die, die hier schon länger zuschauen, werden wissen, dass ich vor 3 Monaten den großen Bruder oder den kleinen Bruder, je nachdem wie man es nimmt, die Amazfit GTR getestet habe. Dazu gibt es ein sehr ausführliches Review. Ich habe damit Sport gemacht, ich habe sie wirklich jeden Tag getragen und einfach geschaut, was das Ding kann. Und wenn ihr da Interesse habt, schaut auf jeden Fall dieses Review an. Ja, heute geht es um die GTS, ist quasi eine ähnliche Software, nutzt dieselbe App, ist allerdings im Design der Apple Watch. Und viele finden das cool, dieses quadratische Design, ist größer als die GTR, der Akku ist ein bisschen kleiner und das wollen wir uns heute mal anschauen. Wir richten die Uhr auch ein, packen sie aus und schauen uns die Features an. Also wenn ihr noch nicht so genau wisst, was für eine Uhr ihr euch kaufen wollt, die hier kostet nur 120 Euro, ist auf jeden Fall für Android-User eine, denke ich, ganz nette Alternative zur Apple Watch, dann könnt ihr euch die mal anschauen. Und vorab machen wir das jetzt erstmal zusammen. So, wir packen erstmal aus und gucken, wie so die Qualität aussieht. Bei der GTR war ich wirklich sehr zufrieden. Ich habe damit renoviert. Ich habe die schon gegen irgendwelche Metalltüren gerammt und so weiter. Und die ist erstaunlich gut erhalten geblieben. Also die hat wirklich kaum was. Ja, ich kann ja mal kurz wirklich komplett ranzoomen, dass ihr das hier in 4K seht. Irgendwo habe ich hier im Gehäuse so einen ganz, ganz kleinen Kinker drin. Den sehe ich hier gerade durchs Display gar nicht. Aber da war schon Farbe drauf. Ich habe hier zum Beispiel Farbe abgekratzt mit dem Fingernagel und dabei habe ich das Lederband hier so ein bisschen kaputt gemacht. Also ich bin da wirklich nicht pfleglich mit umgegangen und ich finde nach 3 Monaten täglicher Nutzung, auch in der Werkstatt, ich habe damit am Moped geschraubt und so weiter, ist das schon ein ganz gutes Achievement für die Uhr. So, aber jetzt packen wir den Star der Show aus und zwar die GTS. Ja, so sieht sie aus. Das gute Stück. Wie gesagt, wenn man die Apple Watch kennt, dann wird einem das Ganze hier bekannt vorkommen, denn die haben tatsächlich das Design mehr oder weniger 1:1 kopiert. Ne? Der Aufkleber, der hier drauf ist, der verspricht bei ganz günstigen Watches meistens ein größeres Display, als es dann tatsächlich ist. Hier ist es, glaube ich, nicht so, weil ich die schon auf der IFA gesehen habe. Die hat auch ein recht großes Display und zwar ein 1,65 Zoll AMOLED, was wirklich sehr scharf ist, sogar schärfer als bei der Apple Watch. Aber bevor wir uns das genauer anschauen, gucken wir mal, was da für Zubehör dabei ist. So, hier können wir aufmachen. So viel wird da wahrscheinlich nie drin sein. Wir haben hier Käbelchen, ganz normales Ladekabel. Mal gucken, wie lang das ist. Ja, haben wir so eine Länge von ungefähr einem knappen Meter, würde ich sagen. Da sind Kontakte drauf, wo man dann die Uhr ganz normal magnetisch laden kann und ein USB-Netzteil anschließt. Ein Netzteil für die Steckdose ist jetzt nicht dabei, aber das hat eigentlich jeder rumfliegen, beziehungsweise mittlerweile haben ja auch mehrfach Steckdosen eben einen USB-Anschluss. So, ansonsten haben wir noch ein kleines Büchlein dabei, was ja auch in Deutsch ein bisschen Anleitung dazu gibt, wie man diese Uhr einrichtet. Braucht ihr aber euch nicht durchlesen, wenn ihr das Ding bekommt, weil wenn ihr das Video hier guckt, dann wisst ihr, wie das Ganze funktioniert. So, wir befreien sie mal aus dem Karton und gucken uns die Uhr einfach mal von der Qualität an. Ich ziehe mal hier dieses Schutzpapier oder diese Schutzfolie eben ab, damit wir uns das Ganze hier genauer anschauen können. Ich habe die schwarze Version, die gibt es, soweit ich weiß, auch noch in Grau und so weiter. Also das heißt, Farboption habt ihr auch, was die Bänder und das Gehäuse angeht. Da müsst ihr einfach mal schauen, was euch da am besten gefällt. Aber so rein vom Material und von der Verarbeitung sieht das auf den ersten Blick auf jeden Fall schon mal ganz ordentlich aus. Ich zoome euch mal ran, damit ihr wirklich jedes Detail seht. Ja, es ist tatsächlich fast 100% ein Apple Watch Rip-Off. Wir haben ja auch ein CE-Zeichen drauf und so weiter. Das Einzige, was mir jetzt vom Design her unterschiedlich auffällt, ist, dass die Krone hier halt nicht diesen roten Punkt hat. Das ist aber, glaube ich, nur bei der LTE-Version bei der Apple Watch. Und sie ist hier zentriert angebracht und nicht hier etwas weiter oben, wie das bei Apple der Fall ist. Aber ansonsten auch das Gorilla Glass 3 ist hier, glaube ich, verbaut. Ist wirklich super schön eingelassen und wir haben hier auch am Rahmen irgendwie keine qualitativen Mängel, sondern das sieht wirklich alles sehr toll aus. Auch die Aufnahme von den Armbändern sieht okay aus, das ist wirklich alles ganz schick und wir können die natürlich auch wechseln, also wenn euch dieses Silikonarmband hier nicht zusagt und ihr lieber was Ledriges haben wollt oder ein metallisches Armband, dann kann man das einfach wechseln. Ja, macht optisch auf jeden Fall einen sehr, sehr guten Eindruck. Dann wollen wir das Teil einfach mal einschalten und dann auch einrichten. Mal gucken, ob Saft drauf ist. Ich denke schon, bei der GTR war das so. Jawohl, da haben wir das Amazfit-Logo. Und jetzt sollte normalerweise gleich ein QR-Code erscheinen, den wir dann ganz einfach mit der offiziellen App scannen können. Da war der QR-Code. Wenn ich das Display jetzt wieder aufwache, dann haben wir das da. Dann müssen wir uns ein Smartphone greifen.
Ja, das haben wir hier natürlich alles vorbereitet. Und dann öffnen wir einfach die Amazfit App. Man nimmt die und kann danach auch die Xiaomi App nehmen. Ja, das ist irgendwie alles ein Verein und kann das dann damit administrieren. Aber wir nehmen jetzt einfach mal hier die native Amazfit App. Wie gesagt, ich habe hier die GTR drin, weil ich die ja momentan hier am Handgelenk habe. Und da kann ich mir dann hinterher auch Statistiken anschauen. Wie gesagt, Akkulaufzeit ist mega bei der GTR. Ich habe hier 80% Akkulaufzeit und habe die zuletzt vor 15 Tagen aufgeladen. Und wenn man eine Smartwatch am Arm hat, dann wird man das zu schätzen wissen, weil das einfach ein ganz anderes Benutzen der Smartwatch mit sich bringt, wenn man eben so lange nicht laden muss. Der Akku bei der GTS ist ein bisschen kleiner. Der Hersteller sagt 14 Tage und die Herstellerangaben sind gar nicht so schlecht, was die Akkulaufzeit angeht. Von daher sollten wir da eigentlich mit klarkommen. So, wir gehen hier oben auf das Plus, sagen wir wollen eine Uhr einrichten, dort haben wir die ganzen Amazfit Uhren und wir nehmen hier die zweite, denn das ist die GTS. Zack. So, und jetzt haben wir hier die Kamera und mit der Kamera können wir einfach den QR-Code scannen und schon fängt die Uhr an, sich mit dem Smartphone zu koppeln. Dazu müssen wir die jetzt in die Nähe halten und kurz abwarten und schon hat das Ganze funktioniert. Und dann schauen wir mal, was jetzt passiert. Normalerweise guidet er uns jetzt quasi durch den kompletten Einrichtungsprozess und lässt uns da hoffentlich nicht im Stich. So, koppeln. Okay, Watchface wird schon angezeigt. Das neue Gerät aktivieren. Also das heißt, dann wird meine GTR quasi deaktiviert. Das machen wir jetzt einfach mal. Ne, genau, bla bla bla. GTR wird deaktiviert, alles klar. Das kommt bei euch natürlich nicht, weil ihr vielleicht noch keine Amazfit-Uhr habt. Oder schon, keine Ahnung. Kann ich euch natürlich nicht sagen. So, Gerät wurde erfolgreich aktiviert, wunderbar. Und jetzt werden Einstellungen von der Uhr wieder hergestellt. Die Einstellungen für das vorherige Gerät werden nach Ersetzung des Geräts wieder hergestellt. Aha, okay, dann übernimmt jetzt also quasi meine Einstellung, was ich ganz nett finde. Und die Firmware wird jetzt aktualisiert. Das wird wahrscheinlich einen kleinen Augenblick dauern, deswegen cutte ich euch einfach mal zum Ende dieses Prozesses. So, die Firmware ist eingerichtet, hat jetzt gut 5 Minuten gedauert und schon sehen wir hier das aktuelle Watchface auf der GTS und die App wäre auch bereit, um hier beispielsweise Ziffernblätter zu ändern und so weiter und so fort. Wir schauen uns aber erstmal die Uhr an, was da softwaretechnisch so geht und wie diese zu bedienen ist. Das ist alles, denke ich mal, recht intuitiv und ähnlich wie bei der GTR. Wenn wir von oben nach unten swipen, haben wir hier dieses Quick-Menü. Da können wir einmal die Taschenlampe aktivieren. Die erleichtert uns dann den nächtlichen Weg zur Toilette beispielsweise. Ist ganz praktisch, kann ich euch aus eigener Erfahrung sagen. Dann haben wir hier den Nicht-Stören-Modus. Ja, das heißt, wenn ihr keinen Bock auf irgendwelche Benachrichtigungen habt, in einem Meeting seid oder die Uhr während des Schlafens tragt, dann könnt ihr hier einfach sagen, dass ihr nicht gestört werden möchtet. Dann gibt es einmal noch die Helligkeit, entweder die Auto-Helligkeit, wo das Display dann nach der Umgebung reguliert wird. Das funktioniert ganz gut, habe ich ehrlich gesagt auch immer drin. Aber hier für dieses Video gehen wir einfach mal auf die maximale Helligkeit, die übrigens sehr gut und hell ist. Ja, also das Display, ich hoffe, ihr seht es hier auch in dem Video, ist mega scharf. Ja, und mit seiner Auflösung von 348x442 Pixel mit 341 ppi wirklich gestochen scharf. Ja, also hier schaue ich das Ganze mal an. Na, Einstellgrenze vom Objektiv ist jetzt erreicht, aber ich kann euch ja mal ranzoomen. Dann seht ihr wirklich mal, dass man da kaum einzelne Pixel sieht, weil das wirklich gestochen scharf ist. Also das beeindruckt mich jetzt schon sehr. Steht einer Apple Watch Series 5 also nichts nach. Wie gesagt, auf dem Papier ist die sogar etwas schärfer. Dann haben wir hier die Möglichkeit, das Touchscreen zu deaktivieren, damit man da nicht versehentlich drauf kommt. Und wenn man den Knopf hier drückt, dann ist das Ganze wieder aktiviert. So, wir haben die Möglichkeit, nach links und nach rechts zu swipen. Da kommen wir einmal hier zum Puls, der dann gemessen wird mit dem Sensor, der auf der Rückseite ist, wie man das so von der Smartwatch kennt. Da seht ihr auch hier, dass die grünen Lichter gerade an sind. Das sieht man, glaube ich, auf der Kamera jetzt nicht so gut. Ah, doch, hier kann man es ganz gut sehen. Damit wird dann der Puls unter anderem gemessen. Ne, wir können hier noch einen weiter. Da werden die Schritte angezeigt, die man aktuell gelaufen ist, beziehungsweise auch die Kilometer und die entsprechend kalkulierten Kalorien. Ja, und dann sind wir auch schon wieder am Watchface. Das Ganze können wir entweder links rum machen, aber auch rechts rum. Wir kommen zum selben Ziel, egal wie rum wir hier swipen. Ja, eine Richtung fehlt noch und zwar die von unten nach oben. Da kommen wir ins Menü und hier können wir diverse Sachen einstellen bzw. dann auch aktivieren und administrieren. Unter anderem die Erinnerungen, die man sich dort einrichten kann, ja, in der App. Und dann kann man eben hier sehen, was eingerichtet wurde.
Dann haben wir weitere, das bedeutet Kompass, Timer, Countdown oder man kann auch das Handy suchen, wenn wir sagen, wir finden unser Handy nicht. Das passiert ja häufiger mal, ich nutze die Option relativ häufig, muss ich ehrlich sagen, drücken wir einfach hier drauf und dann gibt es ein super schrilles Geräusch, wo das Handy sich dann bemerkbar macht, selbst wenn es auf lautlos gestellt ist. Das ist ganz nett. So, was haben wir hier noch? Das war's, das war diese weitere Unterkategorie. Gehen wir mal weiter unter die Einstellung. Da können wir Ziffernblätter auswählen, jetzt nicht super viele, die gibt es dann in der App. Hier kann man nur zwischen zwei Stück auswählen, einmal dem, was wir gerade haben und einem anderen, was noch etwas Apple Watchiger ist, sage ich mal. Mit diesen ganzen Kringeln schauen wir uns gleich auf jeden Fall auch nochmal an. So, dann gehen wir nochmal in die Einstellung. Bildschirm automatisch verdunkeln, da kann man dann sagen, ob man es nach 5, 10, 15 Sekunden verdunkeln will, das spart natürlich Akku. Und ja, Always-On-Display gibt es auch. Habe ich ehrlich gesagt immer aus, weil dieses Race-to-Wake eigentlich ganz gut funktioniert. Ihr seht das ja hier, die Uhr ist jetzt gerade aus. Ne? Aber wenn ich da einfach so drauf gucke, geht sie eigentlich relativ verlässlich an und zeigt mir eben das an, was ich sehen möchte. Und dann brauche ich ehrlich gesagt kein Always-On, weil Always-On frisst tatsächlich extrem am Akku. Ne? Also das verbraucht wirklich sehr, sehr viel. Man kann aber sagen, ich möchte nur das Ziffernblatt oder nur das Zeigerblatt anzeigen lassen. Und dann funktioniert das Ganze auch, wenn ihr Bock drauf habt. Ich würde euch empfehlen, euch daran zu gewöhnen, kein Always-On-Display zu benutzen, wenn ihr eben was vom Akku haben wollt. Nur so als kleinen Tipp nebenher. Ja, das war's im Grunde schon, ja, was wir da unter den Einstellungen haben. Ansonsten wäre vielleicht noch die Sportgeschichte ganz interessant. Habe ich in meinem GTR-Review ein bisschen mehr zu gezeigt. Da war ich auch Fahrradfahren und so weiter. GPS habe ich gezeigt, dass dann Karten auch auf der App detailliert angezeigt werden, wo man da überall war. Das Einzige, was ich nicht so toll finde, ist, dass wenn man gerade eine Sportaktivität am Laufen hat, wie zum Beispiel Laufband, dann sagt man Go, dann startet das Ganze. Man bekommt hier Distanz angezeigt, Tempo angezeigt, den Puls angezeigt, kann auch genau, nach links und rechts und sich da dann Uhrzeit, Datum und Akkustand anzeigen lassen. Aber die Musiksteuerung ist beispielsweise deaktiviert. Man ist quasi in diesen beiden Anzeigen gefangen und kann die Uhr gar nicht weiter verwenden. Das ist merkwürdig, weil ich denke nicht, dass da hardware-technisch solche Restriktionen am Start sind, als dass das nicht funktionieren würde, sondern das ist einfach nur ein merkwürdiges Softwareproblem. So, dann drückt man den Knopf etwas länger, kann dann entweder weitermachen oder eben das Ganze stoppen und sich dann auch wieder um andere Dinge auf der Uhr kümmern, wie beispielsweise die Musiksteuerung. Kann ich euch auch mal kurz zeigen, und zwar sieht das so aus, dass man auf Musik geht. Es wird aktuell keine Musik abgespielt. Ich kann hierüber auch keine Musik starten, aber wenn ich jetzt auf meinem Smartphone hergehe und da sage, ich will einfach mal Spotify anmachen und lasse jetzt diesen Podcast laufen, seht ihr schon, wie die Uhr sich gerade mit dem, was auf dem Smartphone abgeht, synchronisiert. Und schon habe ich quasi unter Musik eben die entsprechende Steuerung laufen. Also da ist der Podcast, da wird der Titel angezeigt, der Interpret. Und ich kann hier auch die Lautstärke einstellen, wie ich sie haben möchte. Alles mit immer ein bisschen Verzögerung, weil das eben über Bluetooth übertragen wird. So wirklich instant ist das nicht. Dauert immer so eine halbe Sekunde oder so. Oder man kann das Ganze natürlich auch pausieren oder einen Track weitermachen, wenn man irgendein Album hört oder sowas. Ist ganz nett. Was ich, wie gesagt, ein bisschen blöd finde, ist, dass man das eben nicht während einer Sportaktivität machen kann, weil das ist ja nahezu prädestiniert dafür, dass man während des Sports eben seine Musik steuert, beim Joggen zum Beispiel. Ganz, ganz komisch, warum die das nicht machen, aber so ist es nun mal. Ne? So, Status zeigt eben ja, den Status an, den Fitnessstudio, den man gerade hat. PAI habe ich mich ganz kurz mit beschäftigt. Das sind so Punkte, die man sammeln kann. Die werden dann auch mit sportlichen Aktivitäten und so weiter multipliziert. Die Herzfrequenz kann, wie gesagt, gemessen werden, ne? Eben wenn man sie am Handgelenk hat. Vielleicht hat er das gerade von irgendeiner Sensorik hier hinten übernommen. Kann aber nicht sein, was dort steht, weil ich sie eben nicht am Handgelenk habe. Und ansonsten haben wir hier nichts mehr Großartiges. Interessant wären vielleicht noch die Mitteilungen. Ja, die haben wir momentan noch nicht drin, aber man kann hier, dafür nutze ich die Smartwatch auch hauptsächlich, natürlich anzeigen lassen, was von WhatsApp reinkommt, was für SMS man bekommt, ob Anrufe reinkommen oder nicht und so weiter und so fort. Das Einzige, was man hiermit nicht machen kann, ist beispielsweise telefonieren. Das kenne ich von der Apple Watch oder auch von irgendwelchen Samsung Smartwatches und so weiter, dass ein Mikrofon und ein Lautsprecher mit drin ist. Das ist hier nicht der Fall, sondern man kann wirklich sich nur anzeigen lassen, okay, ich habe eine Benachrichtigung bekommen oder ich bekomme gerade einen Anruf und kann dann zum Smartphone greifen und dann da dran gehen oder, keine Ahnung, antworten oder eben damit interagieren. Ne?
Ja, das ist die Geschichte, die auf der Uhr stattfindet. Die Watchfaces kann man auch durch langes Drücken ändern, habe ich euch gerade gezeigt. Und was auch ganz cool ist, das ist bei der GTS natürlich vorteilhaft gegenüber der GTR, die ja einfach nur diese vorgefertigt hat und fertig. Hier kann man ja noch so ein bisschen einstellen. Da haben wir hier unten so einen Button, da drücken wir drauf. Hat er nicht genommen, machen wir nochmal. Ist auch relativ klein, aber jetzt hat er es genommen. Und dann kann ich beispielsweise sagen, das Wetter interessiert mich eigentlich gar nicht. Ich möchte hier an dieser Stelle andere Sachen haben, wie zum Beispiel mein Puls oder ich möchte da, keine Ahnung, irgendwelche Statistiken haben, ne? Oder das sind wahrscheinlich irgendwelche Erinnerungen, die ich mir dann anzeigen lassen kann. Ja, da oben drüber steht es auch. Und da sind wir wieder beim Wetter. Ne? Auch diese kleinen Sachen kann ich sagen, ich möchte hier nicht die Kalorien haben, sondern ich möchte da den Akkustand haben. Also ich möchte das Ganze vertauschen, ne? Oder die Schrittzahl oder die Temperatur, die gerade herrscht und so weiter. Und kann mir dann so mein Watchface anpassen, so wie ich es möchte. Na, auch hier kann ich alles Mögliche, Regenwahrscheinlichkeit, eben das, was ich will. Na, die Uhrzeit, die ist fix, da kann ich nichts machen, deswegen ist da auch kein Rahmen drum. Das geht allerdings nicht bei allen Watchfaces, sondern nur bei denen, wo man halt dieses Symbol drunter hat. Hier haben wir ja, so ein Ring-Watchface, was auch ein bisschen an Apple Watch erinnert. Aber da gibt es auf jeden Fall auch noch mehr, die wir dann aber in der App erst anwählen und dann mit der Watch synchronisieren müssen. Zeige ich euch. Und zwar geht das wie folgt. Ihr aktiviert euer Smartphone, geht in die MyStrength App und habt hier schon die GTS und habt ihr da die ganzen Optionen. Wir gehen mal nicht alle durch, sonst sprengt das hier den Rahmen, aber ich denke, so habt ihr einen ganz guten Überblick darüber, was euch erwartet, wenn ihr so eine Uhr für 120 Euro, muss ich nochmal nebenher sagen, wenn ihr die kauft. So, das sind die ganzen Watchfaces. Ne, also das heißt, der Großteil davon ist Schrott, wenn ich ehrlich bin. Ja, also wirklich geile Sachen sind da nicht dabei. Ja gut, vielleicht stehen Leute auf diese Retro-Geschichten. Ich finde die zum Beispiel alle nicht wirklich toll. Was ich ganz nett finde, ehrlich gesagt, ist auch wieder dieses Apple-Rip-Off. Ihr merkt, ich hätte, glaube ich, am liebsten eine Apple Watch. Hatte ich auch mal eine Zeit lang. Aber da ich iPhone einfach nicht mehr mag und viel lieber irgendein OnePlus oder sowas habe, kann ich halt auch keine Apple Watch mehr haben. Das ist schade. Ja, auch gerade weil Taptic Engine und so weiter mag ich sehr, sehr gerne. Aber ja, da muss ich mir halt über Alternativen Gedanken machen und das ist eben so eine Alternative. So, wenn ich das jetzt hier haben will mit den Ringen, was ja sehr nah an die Apple Watch rankommt, kann ich jetzt hier einfach sagen, Ziffernblatt synchronisieren, dann lädt er das kurz runter und das Synchronisieren, das war schon bei der GTS so, bei der GTR so, das dauert sehr lange. Ne? Also das heißt, da ist nicht plötzlich das Ziffernblatt irgendwie drüben, sondern da steht jetzt Synchronisieren und ihr seht in Echtzeit, ich habe das nicht gecuttet, er synchronisiert und der Balken geht rüber und selbst wenn der Balken voll ist, dann dauert es auch noch mal ein paar Minütchen und dann irgendwann habe ich hier mein Watchface drauf. Ich cutte euch mal extra nicht weg, damit ihr einfach mal seht, wie lange das dauert. Ja, in einem Review von der GTR muss ich das cutten, weil in so einem geschnittenen Review ist das immer blöd, in Echtzeit zu zeigen. Aber hier müssen wir uns jetzt mal die Zeit nehmen, damit ihr einfach wisst, wenn ihr die Uhr kauft, was da auf euch zukommt. So oft macht man das nicht mit dem Watchface wechseln, aber das finde ich auch relativ stümperhaft programmiert, weil 200 kb mal eben übertragen sollte eigentlich schneller gehen. So, dann seht ihr, haben wir hier beispielsweise das, den roten Ring mit den Schritten, dann haben wir den Puls in, nee, blau sind die Schritte, rot ist der Puls und das andere, kann ich glaube ich gar nicht richtig erkennen hier, wird auch irgendwas sein, ja, ich weiß es gerade nicht. Jedenfalls, wenn wir dann da länger drauf gehen, sehen wir, dass wir dieses Watchface nicht ändern können. Also das heißt, hier kann ich die Ringe nicht verändern, nur bei dem, was drauf ist, da kann ich was verändern, ja, so. Das heißt, ich habe immer die beiden hier, das sind die Standard-Watchfaces und als drittes habe ich immer ein individuelles drauf. Wenn ich jetzt wieder ein anderes nehme, ja, können wir mal kurz machen, dann cutte ich euch, dann brauche ich nicht so lange warten. Wie beispielsweise, wollen wir mal richtig was Nerdiges nehmen? Ja, das sieht irgendwie so nach so Coder-Sprache oder sowas aus. Wir synchronisieren das mal. So, ich cutte euch. So, hat auch wieder ewig gedauert, aber da haben wir das Watchface. Finde ich übrigens ziemlich geil. Ich zoome euch auch nochmal ran, dann könnt ihr auch nochmal die Qualität bzw. die Auflösung sehen, wie krass die eigentlich ist. Ne, da haben wir halt so eine Coder-Geschichte, ne? User gleich User, Watchface und bla 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 mit irgendwelchen, ja, ich kenne mich im Coding nicht so gut aus, aber auf jeden Fall diese geschweiften Klammern und so weiter, das ist alles so Coder-Sprache, auch die Farbe und so weiter, erinnert irgendwie an Node++ oder so. Ne, und dann haben wir Time, Date, Live, Akkulaufstand, wie viele Steps, das sind die Schritte natürlich, ne, und BPM, der Puls etc. und die Temperatur noch mit dabei in so einem, das finde ich eigentlich ganz geil, super nerdiges Ziffernblatt, habe ich so ehrlich gesagt noch nie gesehen, ist eine nette Idee, ne? Aber wenn wir hier drauf gehen, seht ihr halt, wir haben nur die beiden vorgefertigten und das eine individuelle, was ihr immer auswählen könnt. Das wählt ihr aus und dann könnt ihr das ganz einfach verwenden. Ja, ganz fett
Ne, kann man auf jeden Fall nicht meckern. Ich ziehe die Uhr auch nochmal eben an, damit ihr seht, wie die am Armgelenk, am Handgelenk aussieht. So, wir haben hier die Größe von einer Apple Watch mit, ich glaube 44 mm, so werden die angegeben. Es gibt die Apple Watch in 40 mm und in 44 mm. Das ist auf jeden Fall ein Äquivalent zur größeren Größe, also zur 44er. So sieht das aus. Ja, sieht auf jeden Fall super schick aus, die Uhr. Also gefällt mir sehr, sehr gut und sieht tatsächlich auch aus wie eine Apple Watch. Ja, anders kann man das nicht sagen. Ich glaube, ich habe mich hier wiederholt. Viele finden das schlimm, ich persönlich gar nicht. Ja, sollen sie doch kopieren, das Design. Uns als Konsumenten und Kunden soll das doch nicht jucken, ne? Wenn das jetzt irgendwie gegen kein Recht verstößt. Ist natürlich fürs Image der Firma jetzt vielleicht nicht so ganz toll, dass sie nicht so ganz innovativ sind, aber für euch als Android-Nutzer habt ihr eine schöne Apple Watch-like Smartwatch am am Handgelenk und das soll euch doch nicht interessieren, ob das jetzt verwerflich ist oder nicht. Ne? Also da habe ich schon so Kommentare gelesen, die gesagt haben, nein, sowas will ich nicht unterstützen. Muss jeder selber wissen, aber ich persönlich sage immer, im Grunde, ich muss den Vorteil rausziehen und nicht irgendwie die Firma. So, ich zeige euch nochmal kurz die App, dass wir da einmal ganz kurz durchgehen. Wir gucken uns nicht alles an. Die Ziffernblätter, die haben wir gerade schon gesehen. Dann haben wir hier eingehende Anrufe, können wir an- und ausschalten. Die Terminerinnerung können wir auch eben sagen, wie das funktionieren soll. Ne? Das heißt, wir können welche hinzufügen, Arzttermine und so weiter, dass die Uhr euch dann letztendlich auch daran erinnern soll. Wir können den Wecker stellen, wir können diverse Wecker stellen, die dann werktags und am Wochenende unterschiedlich sind. Was wir machen können, sind App-Benachrichtigungen einschalten. Da können wir beispielsweise sagen, das habe ich so eingerichtet, das sind meine Einstellungen. Ich möchte ganz gerne von Mi Fit, von WhatsApp, von Amazon Shopping, von Bluemail, das ist mein Mailprogramm, von PayPal und von Twitter ganz gerne Push-Nachrichten auf meine Smartwatch bekommen. Das heißt, wenn ich, weiß ich nicht, einen Tweet oder sowas, eine Mention bekomme über Twitter, dann wird mir das eben auf der Uhr angezeigt. Genauso wie wenn ich eine Zahlung bekomme oder eben wenn es ein Update zu meiner Bestellung gibt oder wenn mir jemand was per WhatsApp schreibt. Es ist sehr, sehr easy, da Apps hinzuzufügen. Da geht ihr einfach hier unten drauf, dann wird einmal quasi eure App-Liste geladen und dann könnt ihr eben sagen, okay, das sind meine ganzen Apps, die ich installiert habe. Ich möchte beispielsweise noch, was nehmen wir denn ganz einfach mal, von eBay Kleinanzeigen. Zack, möchte ich eBay Kleinanzeigen mit reinnehmen, gehe ich hier oben wieder zurück und schon bekomme ich jetzt eine Nachricht auf meiner Smartwatch, wenn ich bei eBay Kleinanzeigen angeschrieben werde. Sehr, sehr nice. Das ist die Hauptsache, wofür ich diese Smartwatch tatsächlich verwende. Ein bisschen Sport und eben die Benachrichtigung. Dann haben wir hier Inaktivitätswarnung, das ist, wenn die Uhr euch sagt, du sitzt zu lange, steh mal wieder auf oder sowas. Ne? Das könnt ihr einschalten und da auch sagen, von welcher bis welcher Uhrzeit das kommen soll. Ne? Wenn ihr das nachts tragt, um euren Schlaf beispielsweise zu tracken, wäre es natürlich blöd, wenn der euch nachts jede Stunde sagt, ey, pass auf, du musst mal aufstehen, wäre nicht so nett. Ne? Wir können auch die Uhr suchen, wenn wir die mal verloren haben, also das heißt, in der umgedrehten Reihenfolge geht das Ganze auch. Ne? Und diverse Einstellungen hier vornehmen, die eben auch die Akkulaufzeit beeinflussen und eben was die Uhr so tut. Ne? Also was im Hintergrund passiert und so weiter und so fort. Ne? Man kann diverse Vibrationsmuster auch bei unterschiedlichen Ereignissen einrichten, sodass man beispielsweise weiß, okay, der eingehende Anruf, das ist kein Standard-Vibrieren, sondern da kann ich sagen, die Uhr soll quasi oder irgendwie so vibrieren, dass man dann schon am Muster, am Handgelenk merkt, okay, ich bekomme gerade einen Anruf und das ist keine Nachricht. Ne? Das ist so eine Sache. Beispielsweise, wenn man jetzt für PayPal und eBay Kleinanzeigen einfach ein spezielles Muster programmiert hat, dann weiß man, okay, da muss ich jetzt nicht unbedingt drauf gucken, aber wenn man Anrufe auf jeden Fall nicht verpassen will, dann spezielles Muster und schon kann man da differenzieren. Ne? Das ist so eine Option, die ganz praktisch sein kann, wenn man da das Ganze haben möchte. Ja, Firmware und so weiter kann man natürlich auch alles aktualisieren. Ne? Und hier gibt es auch nochmal ein paar Kleinigkeiten, die man einstellen kann. Und das war es eigentlich auch schon. Ne? Ich habe gerade jetzt schon in diesem kurzen Video, was ich hier aufnehme, gemerkt, dass auch hier der Race-to-Wake-Mechanismus sehr, sehr gut funktioniert. Ich hebe meine Hand, zack, und schon habe ich hier wieder mein Watchface, mein nerdiges stehen. Und wenn ich eben die Hand so wieder senke, dann geht das Ganze auch relativ schnell wieder aus. Geile Uhr. Ich werde, ehrlich gesagt, weil mir die optisch besser gefällt, die auch jetzt erstmal gegen meine GTR tauschen. Das heißt, das ist jetzt meine alte Smartwatch und das ist meine neue, die ich hier dran lassen werde. Entweder ich behalte das schwarze Silikonband, gefällt mir erstmal ganz gut, oder ich packe tatsächlich das Lederarmband,
beziehungsweise es ist so ein Hybrid aus Gummi und Leder von der GTR hier dran. Sind kompatibel, sind glaube ich so 20 mm Standardbänder. Ne? Kennt ihr, da müsst ihr einfach nur den Nupsi hier zur Seite ziehen und könnt das Ganze dann einfach so abnehmen und zack, könnt ihr das an die andere Uhr machen. Ne? Das ist eigentlich eine ganz einfache Geschichte. So, haben wir alles besprochen? Ich glaube schon, ja. Wasserdicht ist das Ganze auch, habe ich mir hier noch notiert, ne, dass ihr da Bescheid wisst. Ihr könnt damit schwimmen gehen, vielleicht Tiefseetaucher sollten die Uhr vorher abnehmen, aber wenn ihr ganz normal duschen gehen wollt oder irgendwie ein bisschen planschen im Schwimmbad, alles gar kein Problem. Beim Tauchen wäre ich ein bisschen vorsichtig. Es ist 50 Meter wasserdicht angegeben, aber ja, ansonsten glaube ich nicht übertreiben und auch am besten Touchscreen deaktivieren, dass es da keine Probleme gibt. Ja, das war's. Ja, ich werde die jetzt auf jeden Fall nochmal testen. Wenn mir irgendwas auffällt, dann schreibe ich das auch in dem Kommentar hier unter diesem Video. Und wenn ihr das Ding kaufen wollt, guckt unten in die Videobeschreibung. Da habe ich Affiliate-Links mit reingepackt. Da unterstützt ihr diesen Kanal auch noch mit, wenn ihr darüber kauft. Ich glaube, bei Amazon kann man sie kaufen. Ich packe auch einen Link zu Gearbest rein. Die haben immer ganz coole Angebote. Die Uhr hat mir übrigens Gearbest zur Verfügung gestellt. Die haben mir die geschickt und haben gesagt, hey, wenn du Bock hast, mach doch mal ein Video dazu. Habe ich gemacht. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gerne Kommentare. Wenn ihr Fragen habt, wie gesagt, ich benutze die App und das ganze System jetzt schon 3 Monate. Ich kann euch da mit Sicherheit eine Antwort geben. Deswegen wusste ich auch schon, bevor ich das Ding auspacke, was es kann, einfach weil ich mich durch die GTR ganz gut mit dem ganzen System auskenne. Okay, ich bin draußen. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Peace.